Hallo, willkommen zu unserer Auszeit, zu deiner Auszeit. Auszeit nehmen ist Zeit für dich nehmen. Zeit, um dich wertzuschätzen, Zeit, um bei dir anzukommen. Wir können uns diese Auszeit leichter machen, indem wir bewusst innehalten, bewusst die Gedanken, die Sorgen, all die Verantwortungen, die wir zu tragen haben, auf unseren Schultern liegen, für diese Zeit zur Seite nehmen und eine Haltung einnehmen, eine sitzende oder liegende Haltung und unsere Aufmerksamkeit zu uns selbst richten. Und dieses zu uns selbst richten gelingt am einfachsten, geht leicht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem lenken. Beobachte, wie dein Atem in dich einströmt. Der leichte Lufthauch an deinen Nasenflügeln, bei der Ein- wie auch bei der Ausatmung. Und weiter kannst du beobachten, wie bei der Einatmung dein Brustbein sich leicht hebt und mit der Ausatmung wieder sinkt. Auch die Schultern heben sich mit der Einatmung und können wieder mit der Ausatmung sinken. Unser Bauch wölbt sich leicht nach vorne mit der Einatmung und kehrt zurück mit der Ausatmung. Manchmal sind wir es nicht gewohnt, so tief in den Bauch zu atmen. Und wir wollen dies für einen Moment lang ganz bewusst tun, als würden wir gegen den Bund unserer Hose atmen oder unseres Rocks. Tief einatmen. Und ausatmen. Und wenn du diesem tiefen Atem weiter folgst, nimmst du wahr, wie es deine Rippenbögen weitet. Sogar im Rücken, im unteren Rücken und im Gesäß diese Atemwelle spürbar ist und du etwas tiefer in deine Kissen oder Unterlage sinkst. Der Druck gegen das, worauf du sitzt, liegst oder stehst, nimmt mit der Einatmung zu und löst sich mit der Ausatmung. Beobachte dieses Phänomen, das mit der Einatmung einhergeht, ohne dass du etwas direkt bewusst damit tust. Es geschieht dir, dein Atem geschieht dir, obwohl du passiv, aktiv daran beteiligt bist. Und kehre mit der Aufmerksamkeit bewusst einmal in deine Fußsohlen und nimm auch dort deutlich wahr, wie mit der Einatmung der Druck in deinen Fußsohlen
ganz leicht und sanft zunimmt. Und mit der Ausatmung sich wieder löst. Sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. An deinen Fußsohlen gibt es einen Akupunkturpunkt und in der Mitte des Fußballens entspringt der Nierenmeridian, die sprudelnden Quellen. Lass gedanklich in deiner Vorstellung diesen Bereich zwischen deinem Ballen, in der Mitte deines Ballens ganz weich und durchlässig werden. Als würde dein Atem weitergehen durch deine Fußsohlen hindurch, tief in die Erde und in eine Quelle hinein. Eine Quelle, die dich mit neuer Lebensenergie nährt und füllt. Du kannst dir vorstellen, wie durch diesen Punkt zwischen Zeh und Ferse, in der Mitte des Ballens, wie dort Energie in dich einströmt. Deine Zehen umspülen den gesamten Fuß mit neuer Energie ausfüllen, wie ein Bild oder ein Gefühl, oder vielleicht hörst du das Plätschern einer frischen Quelle einfach und stellst dir vor, wie dies dir neue Energie zuführt. Und es steigt auf von den Fußsohlen, von den Zehen, von den Fersen. An deinen Knöcheln steigt es aufwärts und du kannst in Gedanken einen imaginären Stift in die Hand nehmen und eine feine Linie nachzeichnen, die Waden entlang, Schienbein bis zu deinen Kniekehlen. Vielleicht sogar die Knie einmal umrunden, um dann weiter bis zu deinem Schambein und den Hüftgelenken hinaufzukommen. Und auch hier fühlst du dich mit dieser frischen, neuen Energie. Es ist ein Aufnehmen und Loslassen, indem du Spannung loslässt, Gewicht abgibst. Und je mehr es dir gelingt, dein Gewicht abzugeben, loszulassen, kann neue Energie in dich einströmen. Und von unseren Hüftgelenken aus, vom Beckenboden aufwärts, steigt diese frische Energie weiter an, bis zu deinem Bauchnabel und die Wirbelsäule entlang nach oben. Dein
Brustkorb richtet sich vielleicht ganz leicht auf. Deine Rippenbögen weiten sich bewusst mit jedem einzelnen Atemzug. Und dies geschieht schon automatisch, während du meinen Worten folgst. Und immer wieder, wenn Gedanken dazwischen kommen, kehre zurück zu deinem Atem, zu deinen Fußsohlen, zu den sprudelnden Gewellen und verbinde dich mit ihnen, die tief im Erdmittelpunkt verborgen liegen und dir frische neue Lebensenergie zufügen. Manche tragen dieses Bild in sich und spüren in sich diese Verbindung zum Erdmittelpunkt. Andere stellen sich einfach einen Planeten vor und den Mittelpunkt der Erde. Für andere ist es wiederum einfach ein Gefühl, was sich ihnen deutlich zeigt. Und vielleicht ist es von jedem etwas. Einatmen, um dich mit deiner Lebensenergie zu verbinden. Ausatmen. Alles, was zwischen dir und dieser Energie steht, an Spannung, an Verkrampfung, an Schwere. Lass los, was jetzt in diesem Augenblick nicht zu dir und zu deiner Auszeit gehört. Geh noch weiter in deinem Körper entlang bis zu deinen Schultern. Atme bewusst in deine Schultern und lass sie mit jedem Atemzug etwas mehr sinken. Gib auch hier das Gewicht ab. Du darfst dich fallen lassen. Hier und jetzt. Einatmen, um Lebensenergie aufzunehmen. Ausatmen, um loszulassen, um Schwere von dir abfallen zu lassen. Sage noch einmal zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt ganz aufmerksam folge ich diesem einen Atemzug. Wir wollen die Reise durch unseren Körper fortsetzen, von den Schultern die Halswirbelsäule nach oben. Und stell dir vor, dass dein Hals und Nacken ein offenes, durchlässiges Rohr ist, was die Verbindung zwischen Kopf und Körper schafft. Und du gehst weiter deinen Atlaswirbel, den letzten Wirbel deiner Wirbelsäule hinauf, auf dem deine Schädelkrone thront, und gehst weiter bis zum Scheitelpunkt und öffne auch hier gedanklich diesen Stellen, die oberste Stelle deines Kopfes, deinen Scheitel, dem Himmel entgegen. Und so bist du verbunden von Himmel und und mit der Erde.
Vielleicht wächst du gedanklich etwas in die Länge und richtest dich noch ein Stückchen höher auf für deine innere Ausrichtung. Einatmen, um dich mit der Fülle deines Lebens zu verbinden. Ausatmen, um Schwere und Last abzugeben. Eintauchen in die Sommerfrische. Unser Thema heute in dieser Auszeit. Die Sommerfrische. Sommer ist eine Jahreszeit, die mit ihrer warmen Sonne und den warmen Winden uns einlädt, aus dem Hamsterrad der täglichen Pflichten und Verantwortlichkeiten auszusteigen. Auch Alltagssorgen hinter uns zu lassen und eben die sogenannte Sommerfrische zu genießen. Und wir können dies tun, egal ob wir verreisen oder bleiben, wo wir sind. Es ist eine innere Haltung. Im traditionellen Sinne bezieht sich Sommerfrische auf die Flucht aus der Stadt in die ländliche Umgebung, in die Berge oder an die Küste, um der Hitze und dem Trubel zu entkommen. Bedeutend ist, dass es eine Zeit ist, in der die Menschen bewusst ihre Arbeit und ihre Verpflichtungen zur Seite legen. So wie wir jetzt hier in diese Auszeit, die wir für uns nehmen. Es ist eine Zeit, um die einfachen Freuden des Lebens zu genießen, um die Freude, die ein bewusster Atemzug, den wir uns selbst schenken, schon gibt. Einatmen, um dich mit dir selbst zu verbinden. Ausatmen, um Last loszuwerden. Schwere abzugeben. In der Sommerfrische haben wir Gelegenheit, uns mit der Natur und ihrer vollen Pracht zu verbinden. Wenn wir innehalten, so wie jetzt, vielleicht während wir hier sitzen, kannst du das Zwitschern von Vögeln vernehmen oder das Summen einer Biene oder eines Insekts. Vielleicht ist es auch einfach ruhig. Was wir immer wir auch hören. Du bist hier und jetzt. Wenn wir in die Sommerfrische gehen oder eine Auszeit nehmen, entfernen wir uns von unserem gewohnten Umfeld, unseren Pflichten und Aufgaben. Und unser Geist kann zur Ruhe kommen. Wir schalten ab die Ablenkungen.
die unsere Gedanken einnehmen. Es ist ein Seele baumeln lassen. Wenn wir mit uns verweilen, vielleicht den leichten Lufthauch auf unseren Wangen oder auch den warmen Wind spüren, der unsere Haare flattern lässt. Eine Wiederbegegnung mit uns selbst. Beim Eintauchen und Auftauchen zwischen zweier Wellen. Oder wenn wir von einem Berggipfel schauen. Die Zeit zum Innehalten gibt uns die Möglichkeit, uns wiederzufinden. Manchmal muss man sich eine Weile von allem zurückziehen, um sich wiederzufinden. Was verbindest du mit Sommerfrische? Welche Träume, welche Wünsche, Sehnsüchte ruft sie in dir hervor? Und wovon gilt es, Abstand zu nehmen? Vielleicht sind es Aufgaben, Verpflichtungen, die wir übernommen haben und dies in dieser Auszeit neu zu überdenken gilt. Vielleicht um unsere Prioritäten für uns neu zu setzen. Abstand nehmen, zur Ruhe kommen, ankommen. Zeit für dich selbst zu nehmen. Vielleicht um einfach da zu sitzen. Ins Meer, zum Horizont zu schauen, dem Funkeln der Wellen zuzusehen oder durch Wälder und Wiesen zu wandern. Vielleicht in Ruhe und ohne Hast ein Mahl zuzubereiten oder mit einer Tasse Tee oder kühlem Getränk auf der Terrasse zu sitzen, die Geräusche aus der Umgebung zu horchen. Und die Gedanken von einem zum anderen wandern lassen. Während der Sommerfrische können wir unsere Interessen und Leidenschaften wiederentdecken. Zeit uns nehmen für Aktivitäten, für die im Hamsterrad des Alltags und des Jahres
oft wenig Raum und Möglichkeiten bleibt. Sommerfrische bedeutet, sich erlauben, Zeit für sich zu nehmen. Vielleicht einmal durch die Stadt oder das Dorf zu schlendern. Vielleicht beginnen, ein Bild zu malen oder ein Tagebuch zu schreiben, Musik zu hören. Sommerfrische bietet Raum zur Begegnung mit Menschen, denen wir nahestehen. Raum zur Begegnung mit uns selbst, den Nährboden für Inspiration und Entfaltung. Erlaube es dir, innerlich in die Sommerfrische zu gehen, nicht von Erlebnis zu Erlebnis und Aktion zu hetzen. Erlaube es dir, hier und jetzt zu sein. Einatmen, um dich mit Lebensenergie, deiner Lebensenergie zu verbinden. Ausatmen, um ganz hier, ganz jetzt mit dir zu sein. Erlaube es dir, innezuhalten, zu entschleunigen, den Moment zu genießen, wo immer du auch bist. Unsere Lebensreise ist viel zu kurz, als dass wir stets von einem zum anderen rennen, stets nur Pflicht um Pflicht erfüllen. Du bist hier und jetzt. Sage zu dir selbst: Einatmen, ausatmen, einatmen, um neue Energie zu tanken. Ausatmen, um loszulassen. Die Sommerfrische ist hier und jetzt. Du kannst jederzeit darin eintauchen, um Kraft zu schöpfen, um innezuhalten, um dich wiederzufinden. Beobachte ganz aufmerksam diesen einen Atemzug, wie es dich atmet. Sei ganz wach
ganz hier, ganz jetzt. Was kannst du spüren? Sei es die Bewegung des Atems durch deinen Körper, der Druck gegen deine Unterlage oder Sitzkissen, der mit der Einatmung zunimmt und mit der Ausatmung ab. Vielleicht der leichte Lufthauch oder die Berührung, der zärtlichen Berührung der Luft, die du atmest auf deiner nackten Haut. Auch die Berührung der Kleidung, die du trägst. Die Geräusche um dich herum. Von Tieren, Menschen oder der Natur. Von Maschinen. Irgendetwas, was du hier und jetzt hören kannst. Sage noch einmal zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt für meine Auszeit. Dankeschön. Ich danke euch sehr und ich wünsche euch eine erholsame, erfüllende Sommerfrische. Dankeschön.